Willkommen zu einer weiteren Verbrauchsfahrt. Heute mit einem Mercedes E-Klasse T-Modell und zwar dem E300 DE. Und dieses DE, das steht für Diesel und elektrisch, denn das ist ein Plug-in-Hybrid. Und was es damit auf sich hat und vor allen Dingen, wie viel der hier verbraucht bei der Fahrt 100 Kilometer über Land, durch die Stadt und über die Autobahn, das schauen wir uns jetzt an. So, jetzt geht's auf die Straße mit unserem Mercedes E300 DE als T-Modell. Und dieses DE, das hört man nicht so oft, denn es handelt sich bei unserem Fahrzeug um einen Plug-in-Hybrid. Das heißt, wir reden hier von einem Fahrzeug mit einem 2 Liter Dieselmotor an Bord, gekoppelt mit einem Elektromotor. Und so haben wir hier an Bord 225 kW bzw. 306 PS maximale Leistung. Und wir haben hier an Bord außerdem maximal 700 Newtonmeter Drehmoment. Das ist die sogenannte Systemleistung. Und die ergibt sich eben aus dem 2 Liter Diesel und dem Elektroantrieb. Und das hat den großen Vorteil, dass ich mit diesem Fahrzeug, wie man auch sehr schön hier vorne sehen kann im Cockpit, rein elektrisch fahren kann, wenn ich möchte. Und zwar aktuell über 40 Kilometer, die er mir anzeigt. Und das Schöne bei dem Wagen ist, ich habe eben so die Möglichkeit, rein elektrisch zu fahren, zum Beispiel in der Stadt oder in diesen Umweltzonen, habe aber auf der Autobahn oder auf der Langstrecke eben immer noch den doch recht starken Dieselmotor mit an Bord. Und das Ganze soll dafür sorgen, dass dieses Auto extrem sparsam unterwegs ist. Und daher kommt es, dass Mercedes den Verbrauch dieses Fahrzeugs angibt mit nur 1,7 Liter auf 100 Kilometer. Natürlich vorausgesetzt, die Batterie ist voll geladen, die wir mit an Bord haben, denn wie wir ja sehen, die sorgt schon für mehr als 40 Kilometer Reichweite. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, wo dann unser Verbrauch tatsächlich landen wird, wenn wir jetzt unsere Strecke fahren, 100 Kilometer durch die Stadt, über Land und über die Autobahn. Wie immer normale Fahrt, wie immer im normalen Verkehr und wie immer gibt es am Ende wahrscheinlich eine Überraschung, denn an die 1,7 Liter glaube ich noch nicht. Aber egal, für alle, die es noch nicht wissen, ich fahre halt wie immer mit eingeschalteter Klimaanlage, wie immer auf niedrigster Lüftungsstufe und wie immer auf 22 Grad eingestellt. Und wir haben aktuell draußen 15 Grad, also recht ordentliche Bedingungen. Ein bisschen Sonnenschein heute nach den verregneten Tagen. Und jetzt wollen wir mal schauen, was unsere große E-Klasse denn so tatsächlich an Benzin, beziehungsweise in unserem Fall Diesel und Strom verbraucht. Die Mercedes-Benz E-Klasse ist in der aktuellen Form schon einige Zeit im Markt und deswegen werden wir das Thema Exterior Design Moderation diesmal ein bisschen kürzer fassen. Aber nichtsdestotrotz die wichtigsten Dinge zu unserem Testwagen. Die E-Klasse ist nach wie vor 1,85 Meter ohne Spiegel breit und kommt in unserem Fall in der Farbe Iridium Silber Metallic daher. Die kostet leider rund 1000 Euro Aufpreis, hat aber den Vorteil, ist recht unempfindlich, wenn es ums Thema Verschmutzung geht. Dann ganz wichtig, unser Fahrzeug hat die sogenannte Avantgarde-Exterieurausstattung dabei und das heißt, wir haben eine komplett andere Front. Wir haben zum Beispiel diesen anderen Kühlergrill mit den beiden Chromlamellen und dem Zentralstern. Wir haben darüber hinaus unten andere Lufteinlässe und hier nochmal so eine Chromspange an der Front und das Paket kostet rund 700 Euro und wertet aber die Front des Fahrzeugs massiv auf. Außerdem ganz wichtig ist, die E-Klasse kommt immer mit LED-Scheinwerfern daher. In unserem Fall haben wir jedoch die sogenannten Multibeam-LED-Scheinwerfer im Fahrzeug. Aufpreis knapp 1500 Euro. Die haben aber den Vorteil, es sind 84 LEDs einzeln ansteuerbar pro Scheinwerfer im System verbaut. Und damit kann ich eben bei Nacht immer mit vollem Fernlicht fahren, ohne andere Verkehrsteilnehmer zu stören. Eine Sache, die man wissen muss, deswegen direkt zu Anfang der Hinweis, es gibt hier im Fahrzeug unterschiedliche Fahrmodi und damit meine ich jetzt nicht die Fahrmodi, die wir alle kennen mit also Dynamik und Eco und Normal und Winter und so weiter, sondern es gibt unterschiedliche Fahrprogramme bezogen auf die Wirtschaftlichkeit bzw. die Nutzung dieses Hybridantriebs. Und das kann ich hier umstellen an der Mittelkonsole, das kann man hier vorne ganz gut sehen. Im Moment bin ich im Hybridmodus, das ist der Standardmodus. Das heißt, das Fahrzeug wählt hier die optimale Antriebsform, also entweder rein elektrisch oder elektro gekoppelt mit Diesel oder rein Diesel. Und ich kann hier umschalten auf den E-Mode zum Beispiel, dann fährt der Wagen mehr oder weniger gezwungenermaßen nur elektrisch. Ich kann aber auch umschalten auf den sogenannten Safe-Modus, da wird im Endeffekt die Batterie Ladung gehalten, das heißt, ich benutze die Batterie nur in dem Rahmen, wie ich sie praktisch gleichzeitig wieder aufladen kann. Und es gibt auch noch diesen Modus, der nennt sich
Charge, das heißt in dem Fall übernimmt der Diesel und lädt quasi während der Fahrt die Batterie. Aber wir fahren im Hybridmodus, denn ich möchte dem Auto überlassen, wie es am sinnvollsten mit seiner Energie umgeht, um halt rauszufinden, wie nachher der Verbrauch denn aussieht und vor allen Dingen, um auch mal zu schauen, wie lange wir denn und wo wir denn rein elektrisch fahren. Durch die Umschalterei hier hat mein Wagen jetzt den Diesel mit angeschmissen. Also wir sind aktuell nicht mehr rein elektrisch unterwegs, aber das wird sich sicherlich auch gleich wieder geben. So, wie wir jetzt sehr schön sehen können, die elektrische Reichweite ist schon mal wieder runtergehüpft auf jetzt schon 34 Kilometer. Und das, obwohl wir erst 3,3 Kilometer gefahren sind, beziehungsweise sagt oben, nein, 5 Kilometer, Entschuldigung, gefahren sind, ist er jetzt nur noch bei 34. Also bin mal sehr gespannt, wie sich das Ganze nachher am Ende unserer Fahrzeit darstellt. Jetzt wieder übrigens im rein elektrischen Modus unterwegs. Unser E-Klasse T-Modell, das ist rund 4,93 Meter lang und bietet dementsprechend viel Platz im Innenraum. Wenn wir uns die Seite vom Auto anschauen, fallen so ein paar Sachen auf. Zum Beispiel, wir haben hier so eine in Hochglanz-Alu gehaltene Dachreling. Wir haben diese Chromeinfassung für die Fenster und wir haben hier unten den Seitenschweller in Wagenfarbe lackiert und dann noch so eine Chromleiste darüber. Und das wiederum sind Elemente aus diesem Avantgarde-Exterior-Paket, das wir bereits an der Front beschrieben haben. Außerdem wichtig, wir haben einen relativ großen Tankdeckel, denn darunter verbirgt sich nicht nur der Einfüllstutzen für den Diesel, sondern auch fürs AdBlue. Hat den Vorteil, ich muss nicht mehr irgendwo im Auto nach diesem AdBlue-Tank suchen. Dann ganz wichtig bei unserem Fahrzeug, wenn wir uns die Felgen anschauen. Normalerweise hat die E-Klasse 17 Zöller an Bord. Unserer hier als DE-Modell, also der Plug-in-Hybrid, hat serienmäßig 18 Zöller. Aber wir haben eine etwas andere Felgenform. Und das liegt daran, dass wir eben auch hier wieder auf das Avantgarde-Paket zurückgreifen dürfen. So, jetzt haben wir die ersten 28 Kilometer gefahren, etwas mehr als sonst, denn wir hatten eine Umleitung. Und jetzt geht es für uns aber auf die Autobahn und da wollen wir doch mal schauen, wie sich der Verbrauch denn dann entwickelt. Aktuell sind wir 32 Minuten unterwegs, davon 29 elektrisch, das heißt 28 Kilometer bzw. 27 elektrisch und der Verbrauch liegt aktuell bei 0,5 Litern. Wir sind aber auch, wie gesagt, einen großen Teil halt elektrisch gefahren. Jetzt schauen wir doch mal, was passiert, wenn wir auf die Autobahn gehen? Denn wir werden auf jeden Fall mal kurz schauen, dass wir hier mal kurz Gas geben. So, da ist ein LKW. Da ist auch schon der Blindspot Assist, wie er sich so schön nennt, der eben warnt, wenn was neben einem ist. Und jetzt fahren wir mal eben raus. Jetzt merkt ihr oder hört ihr auch, dass sofort der Motor mit angeht. Allerdings muss man dazu sagen, man hört den Motor, den Dieselmotor nicht besonders laut. Also der ist schon sehr angenehm, was die Geräuschentwicklung angeht. Das Auto zeigt mir gerade an, ich bin etwas zu dicht am Vordermann. Auch das ist so typisches Mercedes-Thema. Macht er gerne. Und ich nutze jetzt einfach mal den Tempomaten. Setze den mal auf 130. Kann ich übrigens auch sehr schön vorne im Head-Up-Display sehen. Hier ist freie Fahrt. Aktuell funktioniert es. Ich gehe mal hoch auf 150 und schauen wir, was jetzt passiert. So, jetzt haben wir mal eine Route berechnen lassen vom Navigationssystem, denn was wichtig ist, das System hier an Bord arbeitet eben, also bezogen auf das Batteriemanagement, arbeitet eben auch mit der Navigation zusammen. Und das heißt, wenn ich eine Route angegeben habe, ist es natürlich für das Fahrzeug wesentlich leichter, den optimalen Nutzen der Batterie auszurechnen, weil es einfach weiß, was kommt. Das funktioniert bei uns nur bedingt, weil er natürlich immer versucht, die direkte Route zu fahren, wir die aber nicht fahren. So, wir sind jetzt ab 150 eingestellt, kommen aber nicht schneller voran. Aktuell haben wir jetzt hier einen Verbrauch von 1 Liter mittlerweile, nachdem wir auf die Autobahn gefahren sind. Auch hier jetzt zum Beispiel fährt er immer noch teilweise voll elektrisch, der Wagen. Jetzt gerade ist der Verbrenner ausgegangen, jetzt beschleunigt er, damit geht der Verbrenner wieder an. Das funktioniert übrigens völlig unauffällig. Das kriegt man eigentlich nur mit, wenn man vorne aufs Tacho guckt, beziehungsweise ins Cockpit schaut. Oder wenn man wirklich mit dem Ohr drauf achtet. Aber das ist so schnell und so, ja, unaufgeregt. Das muss ich sagen, gefällt mir richtig gut, dass man eigentlich gar nicht merkt, wie, wann, welcher Motor gerade für Vortrieb sorgt. Aber wie gesagt, das Einzige jetzt eben ist das Thema Geräusch. Man kann den Diesel schon hören, aber halt schon sehr gedämpft. Was man hier auf der Autobahn übrigens auch sehr schön mag, ist der Fahrkomfort im Fahrzeug. Das ist nicht nur auf der Landstraße da, sondern der ist eben auch hier da. Wirklich sehr, sehr angenehm, sehr schön leise im Auto. Und auch hier auf diesem aktuell noch etwas älteren Teil der A92, das noch aus einzelnen Platten besteht, wo man, das heißt zumindest aus getrenntem oder geschnittenem Asphalt besteht,
man merkt den Untergrund eigentlich überhaupt nicht. Es ist im Auto komplett ruhig, auch das Geräuschniveau ist extrem niedrig. Ich würde gerne ausprobieren, wie das bei höheren Geschwindigkeiten ist. Lässt sich aktuell aber nicht realisieren. Warten wir mal ab, vielleicht kriegen wir noch eine Chance. So, jetzt wird die Bahn ein bisschen freier. Jetzt geben wir mal Gas, dann springt der Diesel wieder sofort mit voll mit ein. Ich schalte mal die Tempomaten aus. Und auch jetzt bei 160 aktuell, das kriegt ihr selber mit, ist das Geräuschniveau wirklich noch sehr, sehr ordentlich. Das ist aber auch nichts, was ich nicht von diesem Auto erwartet hätte. Denn dafür ist es ein Mercedes und dafür ist es eben auch kein Schnäppchen. So 140 finde ich jetzt oder 138, finde ich jetzt keine besonders hohe Geschwindigkeit. Finde ich persönlich als sehr angenehm zum Reisen. Also mit so einem Auto 150 zu fahren, ist wirklich, kann man wirklich als Cruisen abtun. Wir könnten schneller, aber wie so oft haben wir gerne so einen kleinen Transporter vor uns, der eben auch weiß, dass er, wenn er genug Anlauf nimmt, schnell fahren kann. Und jetzt überhaupt nicht interessiert, dass wir deutlich schneller könnten, denn dieser Plug-in-Hybrid hier, der ist angegeben bei Mercedes mit 250 Kilometern pro Stunde Höchstgeschwindigkeit. So, jetzt haben wir freie Fahrt, jetzt schleunen wir mal durch, dass ihr mal so seht, wie der Wagen geht. Und da kann man sehr schön sehen, schleunigt auch ab 160 einfach mal durch. Wird jetzt ein bisschen lauter, wir fahren jetzt aber schon 200. Und auch das Geräuschniveau ist bei dem Untergrund, auf dem ich hier fahre, immer noch völlig in Ordnung. Der Wagen liegt immer noch sehr schön ruhig, sehr angenehm, auch die Lenkung schön präzise, alles sehr, sehr unaufgeregt und damit eben super komfortabel. Und um unseren Verbrauch nicht zu ruinieren und da vorne die Geschwindigkeitsbeschränkung kommt, die manche von euch schon kennen, diese 120er-Zone hier, bremsen wir mal ab. Dann merkt man natürlich sofort, es wird deutlich ruhiger. Meine Verkehrszeichenerkennung im Head-Up-Display erinnert mich gerade daran, dass hier eine Geschwindigkeitsbeschränkung gilt. Und dann wollen wir auch nicht weiter meckern. Dann setzen wir jetzt mal den Tempomaten auf 120 und lassen uns mal kutschieren. Während ich hier so über die Autobahn gondel, können wir mal drüber reden, wie sinnvoll ist eigentlich so ein Plug-in-Hybrid. Und ich finde persönlich, dass diese Autos zwei Dinge sehr gut vereinen. Nämlich zum einen ein rein elektrisches Auto, mit dem ich eben eine kurze Strecke emissionsfrei und geräuschfrei fahren kann, zum Beispiel in der Innenstadt, und auf der anderen Seite eben ein Verbrennungsmotor oder Antrieb mit Verbrenner, der mir eben die Langstrecke und die Reichweite garantiert und darüber hinaus, wenn ich das Ganze zusammenführe, eben ein recht leistungsstarkes, aber trotzdem recht sparsames Fahrzeug. Der einzige Nachteil ist, ich habe eben den Elektromotor mit an Bord und die Batterie mit an Bord. Und das ist zum Beispiel hier beim Fahrzeug so, wir haben hier ein Leergewicht von 2140 Kilo und das sind rund 250 Kilo mehr, als es der normale vergleichbare Diesel hätte. Also wenn ich jetzt den normalen E220D nehmen würde, das ist natürlich schon deutlich mehr Gewicht, aber auf der anderen Seite habe ich natürlich auch deutlich mehr Leistung und bin eben nochmal sparsamer unterwegs. Und das finde ich persönlich eigentlich eine gute Idee, aber es muss sicher jeder für sich selber wissen, ob es das für ihn ist oder nicht. Wichtig dabei ist außerdem, je nachdem, was für ein Plug-in-Hybrid man kauft, hat man eben den Vorteil der geringeren Besteuerung. Und das kann für den einen oder anderen sicherlich auch interessant sein. Übrigens auch ganz spannend, mein Fahrzeug hat jetzt erkannt, wir haben wieder freie Fahrt, dürfen also wieder schneller als 120 fahren. Und was er macht, ist, er setzt den alten Wert aus meinem Tempomaten wieder ein, nämlich die 150 Kilometer pro Stunde, die ich angegeben hatte, und versucht eben die jetzt zu fahren, was leider aufgrund des Verkehrs hier wieder nicht möglich ist. So, unsere Autobahnfahrt nähert sich dem Ende. Wir haben jetzt hier noch ein paar hundert Meter bis zur Ausfahrt. Und das waren jetzt so über den Daumen 25 Kilometer auf der Autobahn. Und unser Verbrauch hat sich natürlich verändert. Also wir sind jetzt 45 Minuten unterwegs, insgesamt davon 33 Minuten rein elektrisch. Und somit zeigt unser Fahrzeug jetzt einen Durchschnittsverbrauch von 2,8 Litern auf 100 Kilometer. Das ist eben der Nachteil dabei, dass der Verbrauch natürlich höher geht, wenn ich etwas schneller fahre und wenn ich eben ans Ende meiner elektrischen Reichweite komme, was jetzt hier gerade der Fall ist. Denn aktuell habe ich nur noch eine elektrische Reichweite von 9 Kilometern. Und was natürlich das Auto ein bisschen verwirrt, ist, dass ich nicht die Navigation nutze, also nicht nach der Navigation fahre, sonst könnte er einfach das Streckenniveau besser berechnen, aber anders geht es leider nicht. Sonst hätte ich hier die Tour programmieren müssen und das wollte ich mir nicht antun. Nichtsdestotrotz 2,8 Liter bis jetzt,
nach ungefähr der Hälfte der gefahrenen Strecke finde ich jetzt keinen so richtig schlechten Wert. Man muss aber eben auch rechnen, dass wir darüber hinaus eben auch noch hier angezeigt kriegen 12,3 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Die sind nämlich auch weg. Und auch die gibt's, es sei denn, ihr habt Solar auf dem Dach, leider nicht kostenlos. Für die E-Klasse, völlig egal ob als Limousine oder wie hier bei uns als T-Modell, gibt es eine unglaublich breite Palette an unterschiedlichen Motoren. Das sind Benziner und Diesel. Und die leisten, wenn ich mich richtig erinnere, ab dem E200D mit 160 PS bis hoch, wenn wir die AMGs mit reinnehmen, zum E63S 612 PS maximal. Unser Fahrzeug hier spielt aber in einer anderen Liga, denn der Wagen ist ein Diesel-Plug-in-Hybrid. Und das heißt, wir haben hier den 2 Liter Diesel aus dem E220D mit an Bord. Der leistet 194 PS und haben dazu noch eine 90 kW bzw. 122 PS starke E-Maschine mit an Bord. Das heißt, wir haben hier insgesamt 306 PS Systemleistung und 700 Newtonmeter maximales Drehmoment. Und das gekoppelt wie bei jeder E-Klasse mit dem 9-Gang Automatikgetriebe. Und das sorgt einfach für sehr anständige Fahrleistung und eben bei diesem Diesel-Hybrid dann auch noch dafür, dass man recht sparsam unterwegs sein kann. Zum Thema Platzangebot hier in der Mercedes E-Klasse als T-Modell. Also hier vorne sitzt man als Fahrer oder Beifahrer, auch wenn man so groß wie ich ist, mit fast 2 Metern, extrem komfortabel, sehr, sehr großzügig, was das Platzangebot angeht. Also sowohl Schulter- als auch Ellenbogenfreiheit, wie auch die Sitzposition für die Beine perfekt. Ich kann das Lenkrad schön anpassen, schön nah zu mir ranziehen und habe damit eine wirklich sehr entspannte Position. Nicht ohne Grund ist die E-Klasse eines der Langstreckenfahrzeuge, eines der Fahrzeuge, das Vielfahrer nutzen. Und wie es hinter mir aussieht, das schauen wir uns jetzt gleich mal bei einem kurzen Zwischenstopp an. Aber ich gehe davon aus, dass auch hinter mir ausreichend Platz sein wird. So, und jetzt schauen wir doch mal, wie viel Platz ich hinter mir habe. Wichtig bei der E-Klasse zu wissen ist, A, ich habe meinen Sitz nicht verstellt und B, bis hierhin ist der Kombi mit der Limousine exakt gleich. Dahinter sollte man ein bisschen mehr Platz haben, weil das Dach einfach gerade ist. Und wenn man da reinschaut, sieht schon relativ gut aus. Ich probiere es mal, wenn ich da reinkomme. Achtung! Also dank der großen Tür ist das Einsteigen relativ einfach. Kopffreiheit habe ich mehr als genug. Aber hier vorne sind zwar Aussparungen in den Sitzen, ist aber trotzdem, naja, ausreichend. Aber wie immer, ich bin 1,95, sitze hinter mir, habe den Sitz nicht verstellt. Das Einzige, was hier tatsächlich ein Nachteil ist, ich habe für die Füße relativ wenig Platz, denn der Sitz ist ganz unten. Und das heißt, wenn jemand hier mit etwas klobigeren Schuhen sitzt, dann könnte das an den Füßen tatsächlich auf Dauer ein bisschen eng werden. So, jetzt sind wir im Stadtgebiet angekommen und aktuell zeigt unser Verbrauch an 2,7 Liter nach 56 Kilometern Gesamtfahrstrecke. Und hier ist jetzt 50 bzw. 30 angesagt. Und jetzt schauen wir doch mal, wie sich der Verbrauch hier entwickelt. 2,7, wie gesagt, aktuell. Wichtig ist natürlich, normalerweise, wenn ich jetzt in die Stadt fahren wollte, würde ich natürlich sagen, okay, ich fahre mit meinem Auto rein elektrisch in die Stadt und wieder nach Hause. Das wäre der normale Weg, wenn ich von zu Hause nur in die Stadt fahren wollte. Bei uns ist es jetzt ein bisschen anders. Wir haben nur noch 8 Kilometer Restreichweite auf der Batterie. Und dementsprechend muss das Auto jetzt damit klarkommen. Aber wir haben, wie gesagt, aktuell 2,7 Liter, die er anzeigt. Bin mal sehr gespannt, wie er sich das jetzt hier auf der Strecke so einteilt und was wir am Ende unserer Stadtfahrt für einen Verbrauchswert herausfinden. Jetzt übrigens wieder was Schönes zum Thema Komfort. Bahnübergang. Da rollt er sehr, sehr ruhig rüber. Das Schöne, wenn man so elektrisch unterwegs ist, ist natürlich auch das Thema Geräuschentwicklung. Denn hier im Auto ist es jetzt gerade sehr schön ruhig. So, die Restreichweite unseres Fahrzeugs, die rein elektrische zumindest, liegt jetzt bei 0 Kilometern. Und ich bin immer noch in der Stadt. Wir haben jetzt insgesamt 66 Kilometer hinter uns, davon 45 elektrisch. Durchschnittsverbrauch aktuell 2,5 Liter auf 100 Kilometer. War zwischendurch aber auch schon bei 2,4 Liter. Also die Stadt. Da ist es so, dass er jetzt wieder was gut macht, aber klar, er fährt hier halt viel elektrisch, denn sonst wären wir jetzt nicht bei null. Was ganz spannend ist, die Reichweite ist zwar null, aber die Anzeige der Batterie sagt mir, ich würde mal so grob sagen, 15% Rest in der Batterie. Ich weiß nicht, ob er das hier noch anders anzeigen lassen kann. Ja, nicht. Mal gucken. Reichweite gesamt, Reichweite elektrisch null. Ja, okay.
Und das Witzige ist aber, das Auto fährt trotzdem noch elektrisch los, so wie jetzt gerade. Also er benutzt den Verbrenner nicht. Sobald ich ein bisschen schneller werde und ein bisschen mehr Gas gebe, schaltet er den Verbrenner wieder ein. Das heißt, er nutzt anscheinend wirklich diesen Reststrom, den er quasi im Akku noch hat, um eben hier jetzt anzurollen und dann doch noch so ein paar Meterchen eben rein elektrisch zu machen. Ich will mal gucken, ob ich über das Menü bei den Fahrzeuginformationen eventuell was finden kann zum Thema Hybrid. Da ist was. Kriege ich da eine Anzeige? Ladeeinstellung, Verbrauch. So, mal gucken. Da habe ich nur die Verbrauchswerte, die er mir so anzeigt, aber keine weiteren Informationen dazu. Ich kann hier noch den Energiefluss mir anschauen. Aktuell zeigt er an 13%. Ich zeige mir hier an bei der Batterie, die er noch hat. Also ist noch ein bisschen was da. Obwohl er, wie gesagt, die rein elektrische Reichweite schon mit 0 angibt, fährt er immer noch rein elektrisch los. Also hier in der Stadt, so bei diesem Stop and Go durch die Gegend rollen, braucht er den Verbrenner nicht. Und ich denke mal, das macht sich am Ende des Tages tatsächlich bemerkbar beim Gesamtverbrauch. Wobei ich ein bisschen Angst davor habe, wie viel er denn wirklich verbrauchen wird, wenn wir nachher über Land zurück zur Tankstelle fahren und da eben keinen Strom mehr haben. Mal abwarten, wie sich das Konzept denn dann anfühlt und wie die Idee da aufgeht. Die Stadt ist aktuell leider ein bisschen voll. Das liegt daran, wir haben Freitagnachmittag und es ist halt 13:30. Das ist jetzt nicht so die perfekte Zeit, um hier in der Stadt in Ruhe Auto fahren zu können, aber ließ sich heute leider nicht anders einrichten. Dafür ist das Wetter gut. Mittlerweile 16 Grad, also sehr angenehme Temperaturen. Und schauen wir doch mal, was jetzt gleich noch so passiert zum Thema, wie ruhig ist eigentlich mein Mercedes E-Klasse T-Modell, wenn ich hier gleich in Landshut übers Kopfsteinpflaster fahre. Denn das lässt auch nicht mehr lange auf sich warten. Während wir aber hier durch die Stadt cruisen, können wir noch mal kurz über das Thema Verarbeitungsqualität und Material reden. Und ich finde den Wagen hier innen einfach nur schön. Er gefällt mir wirklich gut. Teil der Serienausstattung ist übrigens auch hier dieses Multifunktions-Lederlenkrad mit den neuen Touch-Control-Buttons übrigens, wo ich mit dem linken Touch-Control-Button das linke Display von meinem Widescreen steuern kann und mit dem rechten das rechte. Und wo ich ansonsten Sachen drauf finde, wie die komplette Steuerung meiner Infotainment-Einheit mit Lautstärke, leiser, vor-, rückwärtsspulen und so weiter, aber auch Telefonannahme und natürlich auch Tempomatensteuerung. Aber dazu müssen wir, glaube ich, nicht weiter ins Detail gehen. Ihr kennt das Mercedes-Lenkrad sicherlich alle. Ansonsten ist es hier drin, das ist hier sehr viel schwarz gehalten. Ich habe hier so bei mir vorne in der Seite solche Einlagen, die sind so ein bisschen so Carbon-Optik, würde ich sagen. Aber ansonsten sehr viel schwarz. Natürlich hier überall Soft-Touch, also sehr, sehr schwer zu finden. Ist etwas, was nicht verkleidet ist, was reiner Kunststoff ist. Ich kann jetzt aktuell nichts finden. Es ist eigentlich alles entweder Soft-Touch oder halt diese Carbon-Oberfläche oder eben so wie hier auf der Mittelkonsole, Klavierlackoptik, Hochglanz. Macht alles einen sehr, sehr ordentlichen Eindruck auf mich. Ich habe aber von dem Auto auch nichts anderes erwartet, außer dass ich hier eine erstklassige Verarbeitung und auch schöne Materialien vorfinde. Nicht ohne Grund bin ich ein Freund von den Mercedes-Fahrzeugen. Ich finde, das ist genauso, wie man es von einem Mercedes erwarten darf. Was übrigens beim Fahren durch die Stadt auffällt, ist das, was gerade eben auf der Autobahn so toll war, nämlich dass, wenn der Diesel ansprang und der ausging, dass man das so gar nicht großartig mitgekriegt hat. Das passiert hier bezogen auf das, ich sag mal, Moment im Auto, auf die Bewegung im Moment im Auto auch. Aber wenn der hier anspringt, dann habe ich es immer mal wieder, je nachdem wann er das macht, nämlich zum Beispiel, wenn ich gerade so in der Beschleunigung bin und er dann anspringt, schon, dass er doch ein bisschen vor sich hin dieselt. So, jetzt sind wir hier in Landshut, auf dem Weg in die Altstadt. Wie immer, für alle, die es noch nicht kennen, die das erste Mal dabei sind vielleicht. Der Blick, den ich gleich hier habe, ist ein Grund, warum ich in Landshut wohne. Denn ich finde das hier einfach nur schön. So viel mal zum Persönlichen, ne? Jetzt sind wir aber hier in der 30er-Zone unterwegs und Kopfsteinpflaster. Wie ihr feststellt,
Im Auto merkt man davon nur sehr, sehr wenig. Also natürlich gibt es hier Unebenheiten, die federt er aber schön weg. Es ist schön ruhig im Auto weiterhin. Auch jetzt kommt das grobere Kopfsteinpflaster auch hier. Ab und zu mal so ein leichtes Brummen, aber es gibt hier eigentlich nichts, was klappert, knackt oder knirscht. Und genau das ist das, was man von so einem Auto bitteschön auch erwarten darf. So, also wie gesagt, Komfort pur. Und immer noch Kopfsteinpflaster. Und für alle, die ebenfalls neu sind, die vielleicht beim letzten Mal überspult haben, nicht gesehen haben, verpasst haben, sich nicht daran erinnern, hier ist der zweite Grund, warum man nach Landshut ziehen könnte. Nämlich die sogenannte Freiung. Das ist ebenfalls ein Bereich, in dem wir viele alte Gebäude finden, gerade rechts und links gleich. Und in der Mitte haben wir einen schönen großen oder schönen Platz vor der Kirche. Und hier findet immer der Weihnachtsmarkt statt. Da kommt also dann wieder der Weihnachtsmarkt. Sehr schön idyllisch und wie gesagt mit diesen Häusern drumherum. Richtig schön, ein echter Hingucker. Wer noch nicht hier war und in der Nähe wohnt, angucken. Kann ich euch nur empfehlen. Ist nicht groß, aber sehr gemütlich. So, wir sind immer noch auf Kopfsteinpflaster unterwegs. Immer noch, wie ich finde, super, super, super komfortabel. Na gut, ein super weniger, aber echt komfortabel. Immer noch schön leise im Auto. Genauso wie es sein soll. Und der Verbrauch macht unser Schleichen auch, denn wir haben aktuell nur noch 2,5 Liter auf 100 Kilometer angezeigt. Und das passt dann schon. So, wir sind jetzt gleich aus der Stadt raus. Aktuell um die 3 Liter auf 100 Kilometer der Verbrauch. Also diese Stop-and-Go-Fahrerei, die wir jetzt am Schluss hatten, die hat dem Wagen nicht gut getan. Ich habe also nicht irgendwo rumgestanden und in der Nase gebohrt, sondern habe tatsächlich die ganze Zeit im Stau gestanden. Wir haben jetzt 75 Kilometer geschafft, also noch 25 über Land. Ich bin mal sehr gespannt, wo der Verbrauch dann landet, denn aktuell haben wir 9% in der Batterie als Reserve und haben eine angegebene elektrische Reichweite von 0. Also wird er den Elektromotor quasi nur als klassischen Hybrid nutzen und nicht mehr für den rein elektrischen Fahrbetrieb. Deswegen gehe ich davon aus, der Verbrauch dürfte noch ein bisschen steigen. Aber schauen wir mal, was passiert bei unseren insgesamt 100 Kilometern. Am Heck unserer E-Klasse fällt sofort der Schriftzug auf, denn hier steht E300DE. Und wie am Anfang erklärt, steht das für Diesel elektrisch. Außerdem wichtig beim E-Klasse Kombi ist, wir haben immer mit an Bord zweigeteilte rückleuchtende LED-Technologie, serienmäßig. Und wir haben, da wir das Avantgarde-Exterieurpaket haben, wieder ein bisschen Chrom am Auto, wie zum Beispiel diese Chromspange hier unten. Und haben diesen unteren Teil in so einem Schwarz gehalten, so ein bisschen Diffusoroptik mit den beiden integrierten Auspuffauslässen, ebenfalls in Chrom. Wichtig bei den Dieselmotoren sind die hier ohne Funktion. Ein anderes Merkmal unseres Fahrzeugs, da es ein Plug-in-Hybrid ist, ist diese Klappe hier, denn hier kommt der Ladestecker rein. Und die 13,5 Kilowattstunden Batterie unseres E-Klasse Plug-in-Hybrids, die ist ruckzuck über Nacht an der normalen Haushaltssteckdose vollgeladen. Kann man aber natürlich, wenn man möchte, auch am Schnelllader mal eben so nebenbei machen. Normalerweise würde ich mir jetzt den Kofferraum anschauen, aber bei diesem Auto hebe ich mir das für den Schluss auf. So, während wir hier noch so unsere letzten Kilometer über Land fahren, noch mal kurz was zum Thema Praktikabilität und Ablagen. Der Mercedes als E-Klasse, hier als T-Modell, hat hier vorne in der Seite, in den Türen, vernünftig große, relativ breite Ablagefächer. Die sind sehr, sehr ordentlich benutzbar, da passt wirklich was rein. Darüber hinaus habe ich hier in der Mittelkonsole, praktisch vor dem Bedienelement für das Infotainment und so weiter, noch ein Fach, das ich schließen kann. Und darunter habe ich zum einen das optionale Ladefach fürs induktive Laden meiner Mobilgeräte und habe dahinter nochmal zwei Becherhalter. Und dann habe ich hier oben bei mir so ein Brillenfach. Und ja, das war es hier vorne mit Ablagesystemen, außer natürlich unter der Mittelarmlehne, die wie immer geteilt aufklappt, nochmal ein vernünftiges, tiefes Fach, wo noch richtig was reingeht, wo auch zum Beispiel wieder USB-Anschlüsse sind. Einer ist aber auch hier vorne in dem vorderen Ablagefach. Das ist übrigens auch der, den ich brauche, um das optional im Auto bestellbare Apple CarPlay bzw. Android Auto zu nutzen. Dann gibt es noch ein Handschuhfach, das, wie ich finde, eine völlig normale Größe hat. Und natürlich haben wir auf der Rückbank auch wieder Seitenfächer, wo was reinpasst. Und haben, wenn ich mich richtig erinnere, in der Mittelarmlehne der Rückbank auch nochmal Becherhalter. So, und es passiert, was passieren muss. Wir sind wieder weitere 5 Kilometer über Land unterwegs. Und jetzt ist der Verbrauch bei 3,6 Liter auf 100 Kilometer. Wie man sehen kann, er steigt jetzt relativ zügig an, obwohl das Auto, so wie jetzt auch gerade, sobald es eben nicht im Lastbetrieb unterwegs ist, sofort den Motor ausschaltet.
und eben jetzt zum Beispiel auch beim Ausrollen schon wieder in die Batterie zurückschiebt, denn jetzt zeigt die Batterie an 12% Ladung. Das ist wirklich spannend, wie das System so funktioniert und wie es so immer doch recht unauffällig arbeitet und man sich eigentlich hier um gar nichts kümmern muss und das Auto einfach das macht, was fürs Auto und den Verbrauch gerade am besten ist. So, jetzt hört man den Diesel ein bisschen deutlicher. Das ist immer dann, wenn man ihn so ein bisschen unter Last nutzt, gerade bei geringeren Geschwindigkeiten, wo eben die Nebengeräusche so gar nicht da sind. Da hört man ihn doch schon etwas deutlicher, aber immer noch nicht störend. Das war übrigens gerade eine Warnung wegen der Kurve. Warum, weiß ich nicht. Worüber ich noch gar nicht gesprochen habe, das sind die Sitze hier in meinem Mercedes. Und die sind richtig schön bequem. Ich habe hier im Fahrzeug die Möglichkeit, bei mir zumindest den Sitz zu beheizen. Ich habe hier die Memory-Funktion, das heißt, ich kann also hier bis zu 3 Sitzpositionen speichern. Und die Sitze sind einfach extrem bequem, bieten zudem wirklich guten Seitenhalt. Die Kopfstütze kann ich in die richtige Position einstellen. Und auch ich als etwas breiterer Mensch fühle mich in dem Sitz wirklich sehr wohl. Also es sitzt sich einfach genau so komfortabel, dass es wieder perfekt zum Komfort des Autos passt. Ja, jetzt sind wir wieder ein bisschen rein elektrisch unterwegs. Obwohl elektrische Reichweite 0, aber das Auto rollt hier ganz gemütlich lang. Ohne irgendwelche Kraftstoffe zu verbrennen. Und das ist halt, geht bergab, bleibt der Diesel einfach mal aus. Spart Sprit und sorgt noch dafür, dass wir sogar die Batterie nachladen. Spätestens jetzt, wenn ich eben auf die Bremse steige, dann wird natürlich auch wieder Energie rekuperiert. Das ist auch ein wichtiger Faktor hier bei diesen Plug-in-Hybriden. Für alle, die sich da vielleicht nicht so auskennen, der Elektromotor wird nicht nur durch die Batterie gespeist und wird als Antrieb genutzt oder als Zusatzantrieb, sondern er dient natürlich in umgekehrter Funktion dann auch als Generator und speist somit die Batterie, zum Beispiel wenn ich bremse, wenn das Fahrzeug also von alleine auch die Geschwindigkeit reduziert, wenn ich einen Berg hinabrolle und habe einfach überschüssige Energie oder einmal Hubbel, Vorsicht, oder natürlich wenn ich hier den Fahrzyklus Charging nutze, dann wird eben der Verbrenner so eingesetzt, dass er den Elektromotor mit anschiebt und dann eben tatsächlich das Fahrzeug aktiv bzw. die Batterie aktiv auflädt. Ja, wieder, sobald ich vom Gas gehe, ist der Motor aus. Jetzt gebe ich leicht Gas, weil wir fahren jetzt gleich aus dem Ort wieder raus. Langsam. So, komm. Jetzt gebe ich leicht Gas. Jetzt ein bisschen mehr. Und jetzt kommt der Verbrenner wieder dazu. Jetzt wollen wir aufs Dorf zu. Fuß auf die Bremse. Verbrenner ist aus, Auto rollt in den Ort hinein. Ich mache das Ganze jetzt mal kurz per Tempomaten an. Sage mal kurz hier, gehen wir auf die 50 km/h. Und ich möchte fast wetten, dass er durch diesen kleinen Ort durchrollt, ohne dass der Dieselmotor anspringt. So, den Ort haben wir gleich hinter uns. Mal schauen, ob das Auto wieder erkennt, dass der Ort vorbei ist. Dann müsste es ja automatisch beschleunigen und ich wette, dann springt auch der Dieselmotor wieder an. Ich mache jetzt mal in den Pedalen nichts und warte darauf, dass er hier das Schild erkennt. Hat er nicht. Doch, hat er. Jetzt hat er das Schild und er setzt den Tempomaten auf 100. Und los geht's. Der Diesel ist an. Und jetzt geht's halt wieder mit dem klassischen Antrieb vorwärts. Jetzt kommt gleich eine 70er-Zone. Ich wette, da schaltet er wieder aus, wird er nämlich reduzieren. So, 70 erkannt, Motor ist aus, Fahrzeug verzögert und bei dieser Verzögerung zum Beispiel eben wird auch wieder die Batterie geladen über den Startergenerator oder über den Generator bzw. Elektromotor. So, wir haben jetzt noch rund 10 Kilometer bis zum Ziel und da bin ich doch mal sehr gespannt, was da tatsächlich gleich an der Tankstelle rauskommt. Aktuell zeigt das Fahrzeug mir an, 3,8 Liter auf 100 gefahrene Kilometer. Wer sich für eine E-Klasse interessiert, der muss ganz knapp unter 50.000 Euro ausgeben, wenn es das T-Modell, also der Kombi sein soll. Dafür gibt es dann den E200D, der hat einen 1,6 Liter 160 PS Diesel an Bord. Wer sich für dieses Modell interessiert, das wir hier fahren, in der Basisausstattung, also als T-Modell mit dem Plug-in-Hybrid an Bord, der liegt bei rund
58.000 Euro im Einstieg. Aber wichtig, da kommen, um auf unseren Testwagen praktisch zu kommen, noch einige Extras und Ausstattungspakete dazu, sodass sich der Endpreis des Fahrzeugs in wirklich anderen Regionen bewegen wird. Und hier nochmal eingeblendet zum besseren Verständnis und einfach mal zum in Ruhe durchlesen die wichtigsten Serienausstattungsmerkmale unseres Testwagens. Wie schon gesagt, hat unser Fahrzeug hier einiges an Sonderausstattung mit an Bord. Und damit ihr euch mal eine Vorstellung davon machen könnt, was hier alles Sonderausstattung ist, hier die Liste der zusätzlich anzuklickenden Optionen, wenn ihr dieses Auto bestellen wollt. So, jetzt haben wir es fast geschafft. Und was man hier sehr schön sehen kann, ist, wir sind jetzt ungefähr die Hälfte der Strecke rein elektrisch gefahren, aber deutlich mehr als die Hälfte der Zeit elektrisch gefahren. Das heißt, da gibt es schon einen riesen Unterschied. Wir haben jetzt hier 2 Stunden 19 Gesamtfahrzeit, aber 1 Stunde 43 elektrisch. Und das ist natürlich ein sehr großer Anteil. Und der wird sicherlich noch mal ausgewogener sein, wenn man von vornherein über die Navigation fährt und sich da leiten lässt. Und dann kann das System einfach besser arbeiten. Aber nichtsdestotrotz, wir haben jetzt die 98 Kilometer gleich erreicht, haben aktuell einen Durchschnittsverbrauch angezeigt von 3,9 Liter auf 100 Kilometer. Und ich bin mal sehr gespannt, wie viel wir dann gleich tatsächlich nachtanken werden. Das war sie, meine Verbrauchsfahrt. 100 Kilometer im Mercedes E300DE als Kombi. Bevor wir zum Thema Verbrauch kommen, noch so ein paar allgemeine Dinge vom Fahrzeug, die mir gefallen oder auch nicht so gefallen. Wenn ich mir das Interieur anschaue, ich finde, der Mercedes ist sehr ordentlich verarbeitet, bietet tolle Materialien und bietet zumindest optional eine wirklich großartige Ausstattung und auch sehr viele Assistenz- und Sicherheitssysteme. Ich finde außerdem, dass er einfach vorne wie hinten vernünftig Platz bietet. Das heißt, hier können auch große Menschen hinter großen Menschen sitzen. Und das ist ein absolutes Reiseauto, denn eine der größten Qualitäten dieses Fahrzeugs ist ganz klar die Ruhe im Auto und auch diese sehr gelassene Straßenlage. Der fährt einfach extrem entspannt und damit macht das Reisen tatsächlich Spaß und es ist einfach Komfort pur. Wenn ich mir das Exterieur anschaue, das finde ich sehr schön, aber wenig auffällig. Wiederum kann man jetzt als Understatement sehen oder kann man sagen, hätte ich gerne mehr, kann man aber erreichen. Es gibt AMG-Pakete, es gibt Felgen bis zu einer Größe von 20 Zoll. Also da ist für jeden Geschmack was zu holen. Jetzt aber zu dem Thema, das ich mir aufheben wollte für den Schluss, nämlich das Thema Kofferraum. Denn es gibt bei diesem Fahrzeug eine einzige Sache, die mir nicht gefällt. Das ist quasi das Haar in der wirklich gut schmeckenden Suppe. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Unser Testwagen, der bietet mit aufgestellter Rückbank ein Kofferraumvolumen von 480 Litern und mit umgeklappter Rückbank 1660 Liter maximales Ladevolumen. Das sind jedoch, weil es ein Plug-in-Hybrid ist, rund 200 Liter weniger bei aufgestellter Rückbank und rund 160 weniger bei umgeklappter Rückbank im Vergleich zu normalen E-Klasse T-Modell. Und jetzt kommen wir zu dem Haar in der Suppe, denn der Grund dafür ist diese Kante hier. Das ist nämlich der Bereich, wo die Batterie sich versteckt. Und das hat für mich nicht nur den großen Nachteil, dass ich weniger Volumen im Auto habe, damit könnte ich umgehen, sondern ich habe eine Stufe im Kofferraum. Und das finde ich tatsächlich bei einem Kombi wirklich schlecht. Außerdem kommt noch dazu, dass in dieser Box, die sehr schön anzusehen ist, die Ladekabel verstaut sind. Das funktioniert super, passt auch genau da rein, nimmt aber nochmal Platz weg. Aber wie gesagt, für mich der große Nachteil ist ganz klar hier diese Stufe, denn das kann bei einem Kombi einfach nicht sein. Ist für mich der Grund, warum ich das Auto nicht so toll finde. Jetzt aber zum Verbrauch. Unser E-Klasse-Kombi hier als DE, also mit über 300 PS Systemleistung als Plug-in-Hybrid, ist angegeben mit einem Verbrauchswert von 1,7 Litern auf 100 Kilometer. Liegt natürlich daran, dass wir mit einer vollgeladenen Batterie losfahren und die alleine könnte schon rund 40 Kilometer Reichweite liefern. Tatsächlich gebraucht haben wir auf 100 Kilometer knapp unter 4 Liter, zumindest laut Anzeige. Getankt habe ich dann wirklich mit Ach und Krach, also mit 15 Mal Nachfassen, 3,5 Liter. Finde ich persönlich für so ein Auto einen absoluten Spitzenwert. Aber man sollte nicht vergessen, wir haben auch rund 10, 12 Kilowattstunden Leistung aus der Batterie gezogen. Und das bedeutet, auch diesen Strom muss ich bezahlen. Aber nichtsdestotrotz habe ich immer noch ein Auto mit über 300 PS in der Größe eines E-Klasse-Kombis mit all dem Komfort und bin dann bei Preisen auf 100 Kilometer, die ganz deutlich unter der 10-Euro-Marke liegen. Und das finde ich persönlich einen sehr, sehr ordentlichen Wert. Aber wie gesagt, es gibt für mich an diesem Auto eigentlich nichts auszusetzen. Ich finde die Kombination richtig klasse, denn es kommen ja auch nochmal die Steuervorteile dazu, gerade wenn ich ihn als Geschäftswagen fahre. Aber das Haar in der Suppe ist ganz klar diese Stufe im Kofferraum. Wen das nicht juckt, für den ist das hier ganz klar eine meiner absoluten Empfehlungen, wenn es um Vielfahrer geht.